Wie soll ich ihn hier reinschieben? Seitlich. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video zusammen mit Chris aka Coole Wu. Was geht die? Was geht, ihr Dönerkenner? Ihr Holländer? Ja, ihr Holländer. Digi, wir werden heute Döner testen und zwar von Sido. Er hat eine persönliche Empfehlung gegeben und ja, wir werden gucken und das finde ich das Interessante an der Folge. So ein Tipp, sagen wir mal Sido, sehr bekannte Person. Taugt das jetzt mehr, als wenn mir irgendjemand von euch einen Kommentar reinschreibt? Und denkt an meine Kommentare, Leute. Ich hab's vergessen, ein Video zu sagen. Es gibt eine Belohnung für den, der meinen besten bisherigen Döner toppt. Was ist so deine Einschätzung? Die Sache ist ja auch, der ist ja im Märkischen Viertel groß geworden. Damals hier, also siehst du hier überall die Hochhäuser. Du siehst jetzt keine Ahnung. Doch, da im Hintergrund. Mein Blog und sowas. Und da ist er bestimmt immer rübergerannt, hat sich da Döner geholt. Daher ist es bestimmt seine Dönerempfehlung. Das kann sein. Also Märkische Viertel, für alle, die nicht hier aus Berlin kommen, ist so Block. Gegend aus dem MV. Ghetto auch, ja, ne? Ein bisschen, genau. Ja, und dann gucken wir mal, ob so eine, sag ich mal, bekannte Empfehlung von einer bekannten Person mehr taugt als eine Standardempfehlung, ne? Ab geht's zum Pia Bistro. Also, wir sind jetzt am Start, Pia Bistro. Chris hat mir eben noch ein Geheimnis erzählt. Er f***t auch mit Helm oder vermummt, ne? nur vermummt. Also, wir müssen jetzt nichts für den Döner bezahlen. Ich klär das. Du klärst das, ne? Ja, er hat eben schon gesagt, so, wenn wir jetzt so da reingehen, denkt er, wir wollen die überfallen. Also hier so sieht er von außen aus. Das ist halt Sidos Empfehlung. Also man muss auch sagen, ich möchte Sido jetzt ungern disrespecten, aber ich muss auch ehrlich sein. Also wenn ich schmeckt, wenn ich, er meint es halt, ich weiß nicht, was hat er geschrieben, bester Döner, keine Ahnung. Er ist schon überzeugt davon. Ich bin auch kleiner Döner-Experte. Also ich habe 3 Jahre jeden Tag Döner gegessen. Stimmt, hast du gesagt. Zu meiner Kifferzeit, meinst du? Ja, ich muss sagen, ich war schon heftig, habe 3-mal die Woche, er sagt, er frisst jeden Tag Döner. Aber das war mal. Aber du kannst eine qualifizierte Meinung abgeben, sagen wir mal so, die kannst du. Das auf jeden Fall. Ich bin Soßen-Experte, also wenn es um Soße geht, ich übernehme den Soßenpart. Okay? Okay, ohne Fleisch, nur mit Soße. Genau. Okay, perfekt. Also eins muss ich noch mal sagen, muss ich auch leise sagen, ne? Komm mal rüber. So optisch, ne? Sieht aus wie ein Standarddöner, ich weiß aber noch nicht. Aber dicker Spieß. Sehr dicker Spieß. Ja, also selbst für Berliner Verhältnisse merkst du, dass der auf jeden Fall beliebt ist. Aber du würdest auch sagen Standarddöner vom Aussehen, ne? Vom Aussehen Standarddöner. Ja. Wir schauen, der einzig wahre Döner-Tester Deutschlands, der gefürchteteste und der Ex-Döner-Tester Deluxe werden jetzt mal reingehen hier an den Start. Sag mal, euer Döner, ne? So ganz allgemein. Wieso alle sagen, der ist heftig? Oder was heißt alle? Sido sagt, der ist heftig. Wieso sagt er das? Was ist speziell an eurem Döner? Wieso schmeckt der gut? Beste Döner. Ja? Ja, von Berlin und beste Döner. Ich schau, ob du lügst. Ich komm mal hinter, wir machen jetzt. Was habt ihr für Soßen? Kräutersoße, scharfe Soße und Knoblauchsoße. Ah, okay. So Chris, ich habe Kräuterknoblauch scharf für uns beide ohne Tomatengurken. Scharf hast du genommen? Nee, gar nicht wahr. Ich laber scheiße, ohne scharf. Kräuterknoblauch einfach. Okay, okay. Ja. Hast du nochmal extra Knoblauchsoße oben drauf genommen? Ja, wenn wir gleich rummachen, weißt du danach. Ja. Wer den Döner schlechter bewertet, muss den anderen Zungenkuss geben. Hat zwar gar keinen Sinn gerade gemacht, was ich gesagt habe, aber egal. Zum Nachtischstück gibt es Süßströming. Süßströming, ja. Wir machen für Chris noch ein Video auf seinem Kanal. Da machen wir Reifenweitwurf und Verlierer muss Süßströming essen. Wenn das schon draußen ist, verlinke ich es in der Videobeschreibung, aber ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall safe. Den Chris abonnieren, ne? Ja. Aber ja, komm, wir gehen auf den Spielplatz. Wir testen nur Döner, ja? Also oder wollen Sie hier schaukeln? Ich zeige jetzt nochmal eben den Döner. Ich muss sagen, der Döner ist sehr dünn. Ne? Normalerweise wölbt er sich ein bisschen und ist deutlich dicker. Mir ist ein bisschen wenig Soße oben drauf. Ja. Aus die ersten 3 Happen einfach nur Knoblauchsoße. Du bist übelst der Soßenfan, meinst du, ne? Mega, ja, ich nehme gerne auch mal so, wie die es mir einfach machen. Weil ich krieg's gerne einfach gemacht.
Und kommt später, Digga. Ja, weil, ja. Naja, man hat manchmal seine Vorlieben, da muss man die eigentlich auch so nehmen. Da bin ich auch bei Chris. Sehr knackiges Brot. Das erinnert mich ein bisschen an, oh, das hebe ich gleich auf. Das erinnert mich an Sally's in Hamburg. Das hat dann, wie ich finde, so ein bisschen Sandwich-Charakter. Es ist ganz drin, ganz knackig. Denk mal, gewollt ist bei beiden so. So, und ich werde mal jetzt gleich, ich mach da auch gleich deine erste Reaction. Warum gucke ich nicht so um, als würde ich was Illegales machen? Interessant. Also ihr habt direkt etwas Undeutbares. Manche würden sagen, Geschmacksverstärkerbombe. Weiß ich nicht. Wenn man Döner essen geht, muss man damit rechnen. Aber es war geil, das muss man dazu sagen. Kam schon was Geiles, gerade undefinierbar. Quasi eine Süße, die in deinen Mund geschossen kommt, aber dann wieder verschwindet. Und man kann es nicht genau deuten. Das war schon mal interessant an der Döner. Und da stich mir erstmal abbeißen, Chris. Ja, wie willst du mich filmen? Ich... Chris filmt sich ja nicht. Er hat mal gesagt, er ist zu hässlich. Weißt du, weil das ist schon das Maximale der Gefühle, was ich euch antun kann. Also Chris sagt jetzt nochmal, wie soll ich ihn hier reinschieben? Wie soll ich ihn hier reinschieben? Ich glaube, das geht ein bisschen unter mein Niveau, dass du mir jetzt den Döner reinschiebst. Aber wie hast du eben gesagt, wie soll ich ihn hier reinschieben? Seitlich. Von der Seite. Oh ja. Schmeckt echt gut. Schmeckt gut, ja? Ich sage euch, wir werden nachher anonym die Punkte vergeben, ins Handy tippen. Das Brot hat schon sehr intensiven Eingeschmack. Gut. Das muss ich dazu sagen, die Soßen sind intensiv. Ich muss sagen, die Zwiebeln schmecken auch super frisch. Die Zwiebeln schmecken frisch, ist ja so? Würdest du sagen? Ja. Mhm. Die Soßen sind Standard-Berlin-Style. Aber ich mag Berlin-Style. Ich esse selten Berlin-Döner, logischerweise, weil ich hier nicht wohne. Also Chris, ich würde dich bitten, ich weiß, du bist nicht so im Döner-Game drin, ne? Versuch den Döner mit deinen besten Worten, so wärst du gerade in Schulunterricht und musst ihn so genau wie möglich beschreiben, so wie es die deutsche Sprache hergibt. kurz und knackig, so gut du kannst und danach deine Benotung abgeben. Also für mich war es ein guter Standarddöner. Die Soßen haben mich jetzt nicht komplett umgehauen. Für mich ist das Wichtigste, dass eine richtig, richtig geile Soße da drin ist. Entweder war es der Eisbergsalat oder die Zwiebeln. Eins von beiden hat richtig schön saftig geschmeckt. Ich weiß aber nicht genau, welches von den beiden das war. Das Brot war sehr gut gewesen. Fleisch habe ich jetzt nichts Krasses geschmeckt. War jetzt aber auch nicht schlecht gewesen. Also ein guter Durchschnitt. Von daher, meine Punktzahl sind 7,2 Punkte für den Pia-Döner. Okay, krass, krass. Ich bin ähnlich bei dir. Also von mir, Leute, wirklich, damit ihr es genau fühlt, wenn ihr hingeht. Ist einfach ein leckerer Döner. Man kann nicht wirklich genau sagen, irgendwie an der Stelle oder der hebt er sich ab von irgendwelchen anderen Läden und ist irgendwie auf einmal so super top. Aber das Brot stimmt, das Fleisch stimmt, die Soßen stimmen. Hat einen guten Kick am Anfang. Irgendeinen Geschmack, wo ich gesagt, den kann ich nicht genau deuten. Also es ist ein guter Standarddöner und ich würde ihm eine 7,5 geben, weil man einfach da hingeht und man ist zufrieden. Würde ich mal sagen, du gehst da hin und es schmeckt. So, genau, also wenn du einen Döner haben willst und genau das für die Mittagspause erwartest, dann kriegst du auch genau das. Genau, aber keine Explosion bei Soßen, nichts irgendwie super special-mäßig. Muss ja nicht special sein, aber so, dass es dich an einer Stelle überzeugt und zwar mehr als ein Standard und das war es nicht, sagen wir mal so. Ich mag auf jeden Fall Standard mehr als diese neuen Hipster-Döner, die alle Kartoffeln und was auch immer für Gemüse da reinknallen. Also da bin ich eher bei dem Standard-Döner, aber hat mich jetzt nicht komplett aus dem Leben geflasht, der Döner. Mich auch nicht. Also ihr könnt es ja auch mal reinschreiben, würde mich interessieren, ob ihr eher auf Standard oder auf Special-Döner steht. Aber ich würde sagen, wir sind am Ende des Videos. Leider keine bedeutende Wertung im Ranking. Danke Sido für deine Empfehlung. Danke Chris fürs Mitwirken. Und denkt dran, den Chris gerne nochmal abonnieren. Der macht geile Motorradvideos. Gute Übergang von Döner zum Motorrad. Ja, ja, aber ist das so, ne? Ist so. Ja, gute, und auch noch anderen Stuff. Also gute Unterhaltung. Habe ich was hier. Also denkt an unser Abo. Denkt an den Daumen oben. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Beste Döner. Einmal essen, nicht vergessen.